Ich möchte euch ein Rezept für Schokoladenbiskuit zeigen. Für diesen Biskuit-Tortenboden werden keine Eier getrennt. Wir stellen eine Einkesselmasse her. Hierbei wird die Warmkaltmethode angewandt, die für ein schönes, saftig, lockeres Gebäck sorgt. Für den Schokoladenbiskuit wird der Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze ohne Blech vorgeheizt. Ein Ring von 26 cm schlagt ihr mit Backpapier ein und stellt ihn auf einem Backblech bereit. Nun werden 5 Eier aufgeschlagen und in die Metallschüssel eurer Küchenmaschine gegeben. Hinzu kommen noch 150 Gramm Zucker und 1 Teelöffel Vanillezucker. Als nächstes siebt ihr 130 Gramm Weizenmehl Typ 405, 20 Gramm Backkakao und 2 Gramm Backpulver in eine zweite Schüssel und stellt diese beiseite. Die Schüssel mit der Eizuckermischung wird jetzt in einem Wasserbad auf dem Herd unter Rühren erwärmt. Zum Verrühren nehmt ihr am besten einen Schneebesen. Die Masse sollte jetzt ca. 35 bis 40 Grad warm werden. Die Temperatur kontrolliert ihr dabei mit einem Lebensmittelthermometer. Die Masse darf nicht zu heiß werden. Nach dem Erwärmen spannt ihr die Schüssel in eure Küchenmaschine und schlagt die Masse jetzt kalt auf 25 bis 28 Grad. Hierbei ist das Thermometer wieder sehr hilfreich. Kurz vor Ende des Aufschlagens kommt noch eine Prise Salz dazu. Als nächstes gebt ihr die Mehl-Kakao-Backpulvermischung ganz langsam in die Eizuckermischung und meliert kurz und vorsichtig unter. Es sollten keine Mehlnester mehr zu sehen sein, aber auch nicht zu viel Volumen durch das Melieren verloren gehen. Die Schokoladenbiskuitmasse wird jetzt mit einem Teigschaber in die vorbereitete Form gegeben und bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 30 bis 35 Minuten gebacken. Nach dem Backen den Biskuit auskühlen lassen und aus der Form lösen. Vollständig erkaltet wird er entweder geschnitten oder eingefroren. Wird der Boden frisch verwendet, kann man ihn sehr gut einen Tag vorher backen. Für die Lagerung über Nacht packt man ihn am besten in eine Tüte, damit er weich und saftig bleibt.